Ja, hallo und herzlich willkommen bei Betzmann Galvanik. Ja, hallo zusammen. Es ist, glaube ich, mal eine andere Öffnung als sonst, ne? Ich wollte einfach nur mal zeigen, hier mein vergoldeter Schädel aus Harz. Den habe ich jetzt schon ein paar Jahre. Ja, vielleicht für mich so ein Maskottchen. Ich habe zwar mit Totenschädeln nichts am Hut, aber einfach nur mal zu zeigen, was alles machbar und möglich ist mit der Vakuum- und Plasmatechnik, was ich noch zusätzlich anbiete. Wie gesagt, das Verfahren komplett anderes, kann man auch nicht filmen. Viele fragen immer nach Filme. Kann man nicht filmen, das ist ein geschlossenes Verfahren. Weil die Anlage, die kostet auch eine Menge Geld. Die kann man jetzt auch nicht privat einfach so anbieten, wie jetzt hier Stift- und Tambongalvanik. Aber das ist machbar und möglich. Das wollte ich einfach nur mal zeigen. Zum Beispiel auch hier Spielfiguren. Ja, man kann Glas, Schallplatten, alle erdenklichen Sachen kann man beschichten. Habe ich ja schon einige Videos gemacht, wie hier Spiegelkappen vorher schwarz oder blau oder weiß lackiert, kann man beschichten. Hier bitte immer für Anfragen, Fotos und Maße per E-Mail an info@betzmann-galvanik.de, damit ich mal die Oberfläche beurteilen kann, zu sehen, was man machen kann, ob man entschichten muss, entchromen muss, ob es poliert werden muss und so weiter. Ja, erstmal noch was in eigener Sache. Ich habe ja sehr viele Videos auf YouTube, die meisten ohne Kommentarfunktion. Ich habe das deaktiviert. Das ist keine böse Absicht von mir, sondern das ist einfach so. Die Erfahrung zeigt, wie auch auf Facebook und vielen anderen Social Media Plattformen, dass es einfach so ist. Es ist ein Sammelsurium und ein Tummelplatz für manche, denen es komplett langweilig ist zu Hause, die dann irgendwo sinnlos drunter kommentieren, was am Thema weit vorbei ist. Und es ist auch so, wie in vielen Foren beobachtet, dass sich die Leute einfach da in die Haare bekommen. Es wird Streitgespräch, es wird ja, dumm rumkommentiert. Und das möchte ich einfach nicht. Ja. Ich möchte friedliche Plattform haben. Und wenn jemand Fragen hat, dann wohl direkt an mich, weil ich bin der Initiator von dem Ganzen. Ich bin der, der praktisch die Ursache setzt, das Video postet. Und wenn man dann sagt, bin ich nicht mit einverstanden, sehe ich anders, zum Beispiel würde ich anders machen oder andere Erfahrungen, dann gerne im Informationsaustausch mit mir direkt per E-Mail an info@betzmann-galvanik.de oder auch gerne über WhatsApp. Und dann nehme ich mir natürlich auch die Kritik zu Herzen und dann würde ich es, mache ich auch bei meinen nächsten Filmen, das dann entsprechend dann auch so ansprechen und verbessern. Also ich habe öfters mal E-Mails, wo die Leute schreiben, Mensch, könntest du nicht mal das machen oder mal das? Bei manchen fehlt mir einfach die Zeit. Dann gibt es viele Kunden, die wissen das zu schätzen, dass ich mir die Zeit nehme und auch ja, das Wissen hier veröffentliche, dass sich Leute sich das anschauen können und sagen, okay, bis hierhin ist machbar, auch für meine Teile oder für mein Projekt, für mein Vorhaben. Bis dahin sehe ich es kritisch oder unmöglich, weil es gewisse Metalle gibt, die einfach nicht so leicht zu beschichten sind. Oder Oldtimer-Teile, die halt brutal zerschlissen sind und dann letztendlich es über die Vorarbeit geht. Ja. Aber ich teile mein Wissen gerne mit euch. Ja. Ich gebe es weiter. Nicht nur im Interesse, meine Produkte zu verkaufen. Ich war genauso erfolgreich und bin es schon, bevor diese ganze YouTube-Sache aufkam. Also ich bin jetzt seit 15 Jahren am Markt und ich habe locker die letzten Jahre genauso viel verkauft wie all die Jahre davor. Da gab es noch keine Filme oder ich habe Videos gemacht, da habe ich noch nicht einmal was gesprochen. Also es ist nicht so, dass es unbedingt für meinen Erfolg noch förderlicher ist, noch mehr zu verkaufen, sondern letztendlich für mich einfach, weil viele Kunden gesagt haben, Mensch, du filmst immer, aber sag was dazu, erklär die einzelnen Schritte, das habe ich auch gemacht. Ich gebe mein Wissen weiter, auch an viele, an euch da draußen, die nicht meine Kunden sind, die vielleicht interessiert sind, die ja, Teile woanders kaufen. Und sich immer mal wieder Inspiration suchen oder Hilfe. Und da stehe ich gern zur Seite. Ja, viele wissen das zu schätzen und sagen, Mensch, es ist echt toll, dass du dir auch deine Zeit opferst, uns das alles mitzufilmen, was du machst. Und ja, und bei manchen geht es halt wohl letztendlich nur darum, kritiklos zu werden, weil sie daheim vielleicht nichts zu sagen haben, weil sonst keiner zuhört. Weil nur so kann ich das erklären, dass man immer alles kommentieren muss. Ja, ich meine, man sieht es ja schon am Fußballplatz. Wie es mittlerweile ausartet, weil jeder Kritik hat, ja, weil man mit dem nicht mehr einverstanden ist, was der Schiedsrichter pfeift. Es wird kritisiert, alles was in der Welt ist. Ja, wir kritisieren den Erdogan, weil er aus der Hagia Sophia wieder eine Moschee macht durch Falschmeldungen. Wird das kritisiert, wir kritisieren den Trump, wir kritisieren die Politik. Wir tun aber selber nichts dafür, dass es besser wird oder anders wird. Wir leben unser Leben so weiter, weil wir ja der Meinung sind, wir sind die Besten. Ja, habe ich ja in meinem letzten Video
privaterweise mal angesprochen, dass der Mensch immer der Meinung ist, das, was er macht, ist am besten, aber letztendlich drangsaliert er ja eigentlich nur in der Regel seine Umwelt und seine Mitmenschen. Ja, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, die das schon begriffen haben, dass man sich in vielen Dingen auch zurücknehmen kann. Und deshalb, wie gesagt, seht's mal nach, ich mag keine Kommentarfunktion, ganz einfach. Also ich schaue mir unheimlich viele Videos an. Ich habe jetzt neulich wieder einen aufgetan, der bei der Fremdenlegion war, der erzählt, ja, Sport und dies und jenes. Da hätte ich auch viel mitzureden. Ich hätte auch vielleicht ein bisschen was mitzukommentieren, weil ich lange bei einer Spezialeinheit war. Aber ich lasse es einfach. Ich genieße es. Ich schaue mir das an und sage, okay, guck, bei denen läuft es so ab. Und dann halte ich mal einfach meinen Mund. Ja, oder wenn ich Tagesschau schaue, oder gucke ich eigentlich eher selten, aber wenn ich irgendwas schaue im Fernsehen, dann versuche ich auch nicht, die Kommentarfunktion irgendwo mitzulesen. Von dem her, also seht's mal nach. Wie gesagt, ich bin immer Ansprechpartner. Das sind meine Videos, das ist meine Plattform. Ich zeige euch gerne, was machbar und möglich ist. Wer sagt, ist interessant, brauche ich mehr Infos, ja, dann machen wir einen Termin aus, dann zeige ich das gerne. Wenn jemand sagt, nö, ist für mich völlig uninteressant, dann ist es auch okay. Wenn jemand sagt, der redet völliger Quatsch, hätte ich gern eine Erklärung, weil es funktioniert ja. Ja, es ist ja nicht so, dass ich irgendetwas zeige, wo es am Schluss dann keinen Effekt oder keinen Erfolg gibt, sondern das, was ich zeige, hat Hand und Fuß. Das habe ich ja übrigens nicht selber erfunden, sondern die Galvanik ist ja schon aus dem 17. Jahrhundert, wo man Metalle abscheiden kann. Ich habe es eigentlich nur verbessert seit 15 Jahren, weil die Elektrolyte, das kann man nachvollziehen, das, was ich verkaufe, ist an jedermann zugänglich. Das gab es früher nicht und es war auch kein Interesse da. Ja, ich habe ganz früher, vor 15 Jahren, die erste U&S, die Oberflächen- und Schichtenmesse, besucht. Habe ich mit sehr vielen Standbetreibern, Doktoren, Professoren unterhalten und die haben mir alle gesagt und versichert, dass man einen Hammer, Kühlergrill am Fahrzeug nicht vergolden kann, weil es groß ist, weil es nicht geht. Ja? Und ich habe es bewiesen, dass es geht. Und von dem her denke ich, kann ich da ein bisschen was zu beisteuern. Ich habe sehr viel Kontakt mit sehr vielen Leuten aus der Branche, aus Galvaniken, Galvanikermeister, die mir alle versichern und sagen, ja, so wie du es erklärst, ist das korrekt. Bei manchen Dingen stößt die Stift- und Tampongalvanik einfach an ihre Grenzen. Und zwar dann, wenn man zum Beispiel bei Aluminium und Guss einfach mit heftiger Chemie dran gehen müssen, sprich hochcyanidischen Produkten wie saures Kupfer oder Nickel, wo wirklich mit Extremtemperaturen ein ganz starkes Elektrolyt mit Strom gebraucht wird, wo man wirklich sehr dicke Schichten drauf muss, da können wir natürlich nicht mithalten, das ist klar. Wie gesagt, Guss und Legierungen, wo in dem Bereich halt einfach ein Problem sind, haben aber auch die Galvaniken ein Problem. Ja, es gibt Galvaniken, die sagen, wir machen keinen Guss, manche machen kein Alu, ja, äußerst ungern. Es scheitert auch schon allein, dass viele Galvaniken gar nicht polieren wollen oder können, weil es einfach eine Drecksarbeit ist und es gibt ganz wenige Fachfirmen, die sich darauf spezialisieren und da fängt es schon mal an. Da sind wir im Bereich gerade mit dem Verchromen ja dran, weil Oldtimer-Teile hauptsächlich ja oder verschlissene Teile oder alte Teile da sind und da geht es schon mal dran, dass man sagt, kann man das Teil überhaupt polieren? Ja, habe ich filigrane Fensterrahmen, habe ich irgendwelche Teile, die total hinüber sind, ja, und da muss man immer sagen, es gibt Fachfirmen, die sich dem annehmen und die produzieren das dann halt neu, ja, die nehmen aus einer Messingleiste, dengeln die Dinger raus, ja, machen das komplett neu als Replik und lassen es dann verchromen, damit es dann dem Original ähnlich kommt, aber es ist weder Original, weil das Original vielleicht schon so zerfressen ist, dass man da nichts mehr machen kann, nichts mehr retten kann. Ich hatte jetzt neulich auch wieder einen Satz Buchstaben, den wir mit dem Plasma verchromt haben, der Kunde dann auch gesagt hat, ja, die sehen aber gar nicht aus wie neu. Ich sagte, ja, guck dir die Fläche vorher an, die waren total zerschlissen, die waren total zerrupft. Das Ding ist eigentlich Müll, ja. Und wenn man natürlich die Einstellung hat, dass man aus Müll dann noch Bratkartoffeln machen kann, ja, oder scheiße Bratkartoffeln, wie es früher hieß, ja, dann ist der Weg verkehrt, ja. Dann muss man die Teile replizieren. Das ist heute natürlich möglich, dass man das über einen 3D-Druck macht. Da gibt es ganz viele tolle Techniken. Ich habe ganz sehr viele Kunden, die mir da immer wieder was zeigen, was da möglich ist, dann muss man halt sagen, okay, dann ist es nicht mehr wieder bringbar, dann muss ich es im 3D-Drucker machen lassen oder mit Metallbauer reden, der mir das macht und dann lasse ich es verchromen und dann habe ich das Ding wie neu. Aber wenn ich Buchstaben habe aus Kunststoff, ja, der totaler Lochfraß und alles total im Eimer, ja, das sieht nach einer Verchromung nicht aus wie neu, weißt du, und dann gibt es ja Leute, die versuchen dann wegen 25 Euro für so einen Schriftzug, versuchen es dir dann noch Mahnbriefe zu schreiben, wo du sagst, Leute, ich, Riesenerklärung, Nebenwirkungserklärung, es wird alles erklärt, alles hin, und dann denken die einfach, ja, dann kaufen wir halt gleich neue Buchstaben. Also manchmal ist es wirklich ganz schwierig,
in mancher Leuts Kopf reinzuschauen, ja. Okay, fangen wir an. Wie gesagt, ich kenne es aus ganz vielen Lehrgängen und Fortbildungen und was ich früher als Polizeibeamter auch alles gemacht habe. Es ist nicht immer alles reine Theorie. Viele von euch erwarten Film an, dann wird was kurz erklärt, ja, chronologisch A, B, C, D, E. Und die sind es anscheinend nicht mehr gewohnt, dass man so ein bisschen privat plaudert, ein bisschen das eigene Empfinden plaudert oder über Dinge redet. Ich kenne gute Fachreferenten, die einfach auch immer wieder das Ganze auflockern, ja, über Gott und die Welt reden, weil das gehört mit dazu. Ja. Die Frage ist nicht immer, wo kommt das her, wer hat das gemacht, ja, sondern auch das Drumherum. Ja. Wieso wird sowas gemacht? Was ist die Einstellung der Leute, die solche Dinge haben? Auch für euch später, die vielleicht so ein Gerät kaufen, dann später mit Kunden in Kontakt kommen, ja, wo man sagt, 90% super, und dann gibt es 10%, die sind schwierig, und von diesen 10% sind 2, die können euch wirklich das Leben zur Hölle machen, wenn ihr nicht aufpasst. Warum gehen die Leute so arg auf die Rechtsschutzversicherung los, ja, lassen sich versichern von A bis Z, weil sie wissen, sie brauchen das, ja. Es gibt Menschen, die müssen komplett in allen Bereichen immer ihr Recht durchsetzen. Und das ist halt auch im Kundenbereich so. Nicht, dass man sagt, man fühlt sich unfair behandelt oder über den Tisch gezogen, sondern bei vielen ist es einfach so, die müssen immer alles durchsetzen, ja. Die sind rechtsschutzversichert, ja, am besten ohne Selbstbehalt, und dann wird alles und jeder wird verklagt, vom Nachbarn bis zum egal was, ja. Selbst beim Reifenwechsel guckt man den Leuten über die Schulter, weiß alles besser, ein falscher Ton, zack, kommt der Anwalt, ja. Und das ist so als Gewerbetreibender, ich habe sehr viel Kontakt zu Unternehmen auch, die mir das alles bestätigen und sagen, es gibt gewisses Klientel, da musst du Finger weglassen, weil wenn du schon 2 Seiten langen Anforderungsbrief bekommst, wie das Teil beschaffen und am Schluss aussehen soll, sagen viele, lass die Finger weg, das ist gefährlich, ja, wenn du so jemand hast. Und das möchte ich euch auch immer ein bisschen beibringen, nahelegen, was es immer alles für Probleme mit sich ziehen kann. Wenn ihr Dinge für jemanden beschichte, wo schon im Vorfeld solche Ansprüche hat und man denkt, ja, das schaffe ich, den Anspruch genüge ich, ja, und am Schluss streitet man dann, geht vor Gericht, Anwalt, ja, und dann geht es wieder in einen Vergleich über, und was man da schon alles erlebt hat, ich selber Gott sei Dank noch nie Probleme gehabt, aber es ist schon so, dass man in der Regel im Vorfeld auch immer mit Bauchgefühl entscheiden muss. Und wie gesagt, ich kann es ja auch nicht sehen, wer von euch da meine Videos schaut und dann mit gefällt mir oder nicht gefällt mir drückt, wobei ich es auch nicht verstehe, weil wenn ich ein Video nicht anschaue, was mir nicht gefällt, dann gucke ich es halt nicht an, ja. Aber ich gucke mir nicht was an und sage, ah, das hat mir jetzt nicht gefallen, ja. War zwar informativ, aber blöd, ja, gut. Also, fangen wir an. Ich kaufe mir immer Kleiderstangen aus dem Baumarkt, und man sieht, das Ding ist neu, frisch ausgepackt, und auch da, wenn ich jetzt einen hohen Anspruch hätte, als Oldtimer oder sonstiger Autofreak, und sehe, dass das Ding schon komplett verkratzt ist, ja, dann würden jetzt schon viele wahrscheinlich zum Hörer greifen, ihren Anwalt anrufen und sagen, mit dieser Verchromung bin ich nicht einverstanden, da gehe ich gerichtlich gegen vor. Oder man sagt, naja, an sich, Verwendungszweck ist ja gar nicht schlecht, aber da hole ich mir mein Geld zurück, ja, ich behalte die Stange und bekomme mein Geld zurück. Wenn der Betrieb nicht mitmacht, dann wird er halt verklagt. Ja, so ist die Einstellung einiger Leute. Ich möchte es nicht immer pauschalisieren, das sagt alle, aber viele sind so der Meinung, ja, da kriegen wir schon, da kann man schon was machen, da kriege ich mein Geld zurück, ich bin ja Kunde. Ja. Das ist so, dass die Leute natürlich sagen, ja gut, dann sucht eine andere Stange raus, die wird genauso aussehen. Und das ist der Anspruch, dass viele sagen, ja, Mensch, ist ja eine Kleiderstange, rutscht der Bügel drüber, ist ja gar nicht so schlimm. Ja, für viele ist das eine mittlere Katastrophe, auch wenn es eine Kleiderstange ist, weil die sagen, hey, ich habe da 9 Euro für bezahlt, da hole ich jetzt noch was raus. Gell. Also von dem her sieht man schon, wie der Anspruch von manchen Galvanigen ist, eine Kleiderstange so abzuliefern. Ja, so sieht es aus. Gut. Dann ist es so, das ist verchromt. Ja, sieht man optisch, kann man prüfen, ob es verchromt ist oder nicht. Das machen wir gleich, den Test. Und jetzt ist für mich immer die Frage, was muss da gemacht werden? Schadhafte Chrom, jetzt habe ich hier zum Beispiel Rost, ja, oder Kratzer. Und ich möchte das Ganze jetzt neu verchromen. Auf dem Chrom direkt, das ist Chrom 6. Es ist industriell, es ist giftig, ist mittlerweile auch verboten. Deshalb wird vieles im Ausland produziert. Auf Chrom 6 kann man nichts mehr retten. Also man kann Chrom nicht weiter verchromen. Chrom wird entchromt, Nickelschicht freigelegt, Nickelschicht auf Hochglanz poliert, und dann kann ich wieder verchromen. Das zeige ich jetzt mal. Ich brauche ein Netzteil 25 Ampere. Wie gesagt, da nochmal zur Erinnerung. Wichtig ist, die Amperezahl
Und die Voltzahl, die sollte so sein, dass man es regeln kann. Also zumindest die Voltzahl ist nur wichtig, Ampere brauchen wir nicht. Die Voltzahl, dass man es regeln kann, weil ich einfach unterschiedliche Abscheidungen habe. Ja, Chrom scheidet anders ab als Silber oder Gold, von dem her, dass man es regeln kann, die Amperezahl freilassen. Die bewegt sich meistens bei 0,5, 0,8 bis maximal 1 Ampere. Alles, was drüber geht, wäre zu schnell und wird dann schwarz. Ein 25 Ampere Gerät braucht die Leistung nicht komplett. Das heißt, wir werden während der Beschichten keine 25 Ampere haben, aber die 0,5 bis 0,8 Ampere hält dieses Gerät konstant. Die Stromstärke und die Stromdichte. Ein 3 und ein 5 Ampere Gerät kann das nicht halten. Ich habe öfters Kunden, die irgendwo anders ein Set verkaufen. Da ist in so einem Verchromset ein 3 oder ein 5 Ampere Gerät drin. Schreiben mir dann, bin unzufrieden, es klappt nicht. Ja, weil diese Geräte nicht die perfekte Stromdichte bringen. Letztendlich einfach nur ein Kummerkasten sind, ja, der macht nichts anderes als Kummer und dann das hinten irgendwann mal austauschen. Das heißt, wenn man dieses Set kauft, hat man eigentlich die Elektrik nur gekauft, damit man es bei der nächsten Sammelstelle dann in Container schmeißen kann. Das Ding ist untauglich, ja, für kleine Dinge, ein Ring oder Gold, aber man will ja große Sachen verchromen oder etwas, ja, längere Teile verchromen und dann packen die das nicht. Man sagt, ich sage immer, probiert's, ja, aber wer sagt, ich habe Flecken, es funktioniert nicht. Immer dran denken, 25 Ampere. Kabel plus, Kabel minus. Ich stecke es mal hier an. Wie gesagt, alles was beschichtet wird, kommt ans Minus. Ja? Damit wir einfach den Kontakt herstellen können. Ich kann es hier auch als erweiterter Leiter an diese Platte hin klemmen. Das geht auch. Und dann den Kontakt herstellen. Und das ist der Vorteil zur Bartgalvanik, dass wir das Kontaktieren per Hand machen können. In der Bartgalvanik kann man nicht bei 80, 90 Grad da mit den Finger rein. Ja, und auch in Gift, von dem her ist das kein Problem. Jetzt habe ich einen Dauerkurzen verursacht. Ja, das Gerät geht nicht kaputt, wollte ich auch noch mal sagen. Und es wird halt einfach nur heiß. Ja? Ja, ein bisschen ablöschen. So, okay. Gut. Plus. Alles, was beschichtet wird, kommt ans Minus. Und mit dem Plus bringen wir etwas drauf. Das heißt, hier haben wir einen Griff. Und hier vorne kommen dann die entsprechenden Elektroden. Wenn man die eine Zeit lang benutzt, sehen die so aus. Ich zeige mal ganz kurz. Sieht man vielleicht im Video nicht. Rechts und links ist Edelstahl. Sieht man, glatte Struktur, gut, hier hat es schon ein bisschen abgebröselt und in der Mitte ist die Nickel, die ist leicht gelblich und hat eine komplett längliche und poröse Struktur. Das heißt, wenn man die mal vermischt, ja, wenn man irgendwann mal die nebeneinander hält, sieht man ganz klar, das ist Edelstahl, das ist Nickel. Wer da sagt, ich habe meine vertauscht, schickt mir einfach ein Foto, ich erkenne es in der Regel wieder. Ja. Oder man macht es ganz glatt und blank, kann man hier ein bisschen polieren mit Schleifpapier. Ja, und dann sieht man meistens, aha, das ist die Nickel-Elektrode. Nickel-Elektrode nimmt man zum Verchromen und zum Vernickeln natürlich, weil sich dadurch das Chrom etwas heller abscheidet. Das Chrom 3, was wir haben, ist nicht giftig, ist ja an jedermann verkäuflich, scheidet aber ein bisschen dunkel ab. Deshalb nicht flicken, also wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt hier nur lokal das Chrom flicken, wie gesagt, und ich dann hier entchrome und lokal das dann raus Beschichte, habe ich zwar Verchromung drüber, aber letztendlich habe ich einen Farbunterschied. Von dem her ist empfehlenswert, wenn ihr auf einer Sichtfläche arbeitet, das ist halt komplett entchrome Beschichte. Edelstahl-Elektrode 6 mm, es gibt auch noch 4. Mit Edelstahl kann ich alles machen: entchromen, entfetten, aktivieren. Ich kann auch vergolden, verkupfern, vernickeln. Ich könnte auch verchromen, aber wie gesagt, zum Verchromen wäre es optimal. So, jetzt haben wir hier eine schadhafte Chromfläche. Oder optisch, dass wir einfach mal prüfen müssen, ist das so? Und zum Entchromen tauschen wir den Griff ins Minus, weil wir jetzt was wegnehmen wollen, nichts draufbringen. Also zum Entchromen und nur zum Entchromen tauschen. Und es wird auch nur entchromt, wenn Chrom drauf ist. Ich habe öfters mal Anfragen, ich habe jetzt Edelstahl entchromt. Nein, nein, nein. Edelstahl, der nicht verchromt ist, der wird nur entfettet. Also entchromt wird nur das, was auch verchromt ist. Entspricht eigentlich der Logik, wenn man sich die Buchstaben über die Zunge laufen lässt, aber bei manchen funktioniert es nicht. Es gibt auch immer Leute, die versuchen mit der Kupferelektrode zu vergolden. Da immer bitte Leitfaden lesen, steht eigentlich auch immer alles drin. So, also kleine kreisende Bewegungen. Und jetzt sieht man Nickel. Ja, Stoffpad wird gelb. Beim Entchromen, beim Chrom 6, ist das Stoffpad gelb und entchromt ist nur, wenn der Nickel rausschaut. Ja? Also es bringt nichts, schön über die Fläche fahren, haya papaya und sagen, super, habe ich toll den Chrom. Nein, da ist noch Chrom drauf, das heißt, danach wird es fleckig. Sondern ich muss den Chrom gründlich entfernen. Kleine Kreise in Bewegung. Man sieht, der Rost, der jetzt hier war, der geht weg. Ja? Hier vorne, ich halte immer gerne den Finger dran an den Stoffpad, dann habe ich einfach die Gewissheit, dass die Temperatur nicht zu heiß wird, gerade wenn ihr verchromten Kunststoff
entchrome und dann vergolden möchte zum Beispiel, dass ich da einfach nicht mit mega, ja, 13 Volt viel zu heiß da drüber fahre und dann vielleicht einen Kunststoff beschädige, wobei das ABS, der funktioniert eigentlich sehr gut, da kann man nichts kaputt machen. Ja? So, das wäre jetzt das Entchromen. Entchromen, ganz klar, um die schadhafte Chromstelle, wenn ich jetzt zum Beispiel Oldtimer-Teile habe, schadhafte Chromstelle zu entfernen. Jetzt habe ich einfach, ja, hier schön in Chrom, man sieht, hier ist der schöne Nickel, die gelbe Nickelschicht, kann ich nicht beschädigen. Also ich könnte jetzt hier zwei Stunden, zwei Tage entchromen, wie auch immer. Es wird nur der Chrom entfernt, die Nickelschicht ist sehr hart. Hier ist die Grenze zum Chrom. Ja. Jetzt gehen viele hin, schauen sich Videos, sagen, ich habe mal gehört, da muss man jetzt entschichten. Nein, in der Stift- und Tambongalvanik muss man nicht entschichten. Ich habe zwar einen Nickel Strike, nicht im Shop, den kann man bei mir so beziehen. Der ist der gleiche Preis wie der normale Nickel. Der könnte den Nickel entfernen, das muss man aber heiß machen. Entstehen ja, nicht ja, ohne Dämpfe, gibt es aber auch eine Gebrauchsanleitung, ist auch für jedermann. Und dann könnte man den Nickel entfernen, aber das brauchen wir nicht. Nur in der Bartgalvanik wird entschichtet, weil das Ganze stört. Ja, wir können auf dieser Nickelschicht wunderbar arbeiten. Also ich kann die Nickelschicht jetzt ganz toll direkt vergolden. Ja, kann da also unheimlich viel drauf machen, aber ich brauche die Nickelschicht nicht entfernen. Was ich jetzt machen könnte, sollte, wenn die Nickelschicht defekt ist, wenn sie also zerkratzt ist, Nickel auf Hochglanz polieren. Ja, das ist einfach so, dass ich dann jetzt Kratzer, Vertiefungen, alles rauspoliere, was da drin ist. Deshalb immer, warum arbeite ich immer auf neuen Teilen oder auf strahlenden Teilen? Weil alles andere ist sinnlos. Ja? Wenn jetzt ein total zerrostet, verrostetes, zerfressenes Oldtimer-Teil habe, dann kann ich einen Rost wegmachen. Das gibt mit Phosphorsäure, mit allen möglichen Säurenvarianten, mit Sandstrahlen und so weiter. Dann, wenn ich nur Chrom drauf hätte, kann ich entchromen. Wenn der Nickel kaputt ist, muss ich noch auf Hochglanz polieren. Das heißt, ich muss das Ding eigentlich mit Schleifen und Polieren in einen Neuzustand versetzen. Nur dann ist die Optik auch die perfekte. Ja? Viele sagen immer, ich will eine perfekte Verchromung. Die perfekte Verchromung ist die perfekte Vorarbeit. Nicht die Deckschicht am Schluss dann in Form von Chrom, sondern die Vorarbeit in Form von Polieren und Schleifen. Das heißt, das Ding muss glänzen und dastehen wie neu. Wenn da nur Einschlüsse, Pückelchen, Pocken, irgendwelche Vertiefungen, Kratzer drin sind, dann kann ich zwar drüber verchromen, sehe das aber weiterhin. Deshalb nochmal, die Vorarbeit ist das A und O. Wenn ich nicht polieren und nicht schleifen kann oder will, dann muss ich es lassen. Ja? Oder ich habe den Anspruch, dass ich sage, mir reicht das, wenn ich da wieder einfach das Chrom wegmache und neu Chrom drauf, weil da habe ich einen Schaden drin, hier habe ich einen Kratzer drin. Jetzt kann ich den Nickel auf Glanz polieren. Ich bin nicht so anspruchsvoll, dann ist die Technik optimal. Wer sagt, nein, ich will das Original, da Ding, vier Seiten, ja, Vorstellungen, ich will aber, ich will, ja, dann lassen. Ja, weil dann findet man auch keinen. Ja, ich hatte neulich mal einen Kunde da, der hat sich eine Lampe gemacht aus Edelstahl, das soll aussehen wie so Bienenwabe für große Hotels. Der hat fünf verschiedene Polierfirmen angeschrieben, die ihm sein Ding elektropolieren, Hochglanz verdichten, alles. Er war nicht zufrieden, das Glanzbild hat ihm nicht gepasst. Und der hat eine Menge Geld ausgegeben, das hat nicht funktioniert. Ja. Und ich glaube, er sucht noch heute. Und das ist, wenn jemand einen ganz brutal hohen Anspruch hat, dann muss er sich halt die Technik kaufen, suchen, selber verfeinern oder dann irgendwann mal zur Erkenntnis kommen, geht nicht. Gut. Zweiter Schritt ist der sogenannte Aktivator. Das heißt, diese Nickelschicht, die jetzt frei liegt. Also ich kann jetzt natürlich polieren, schleifen und so weiter. Wenn ihr merkt, der Nickel ist weg, kommt drunter der Kupfer raus oder der blanke Stahl, dann könnte ich einen Schichtaufbau machen in Form von Kupfer, Nickel, Chrom oder Gold, Chrom. Allerdings, wenn ihr einen Rostschutz braucht, wenn ihr jetzt einen Stahl habt und ihr braucht einen Rostschutz, dann muss das Ding komplett verkupfern. Und zwar nicht nur hier so über die Fläche drüber, sondern dann komplett rundum bis hier innen rein, weil sonst, ja, bis hier innen an die Kante rein, weil sonst letztendlich dann der Rost sich seinen Weg sucht, gibt es sogenannte Korrosionsbrücke, fängt es irgendwann an zu rosten, unterwandert und dann kommt das Ding raus. Ja, von dem her. Und dann beim Verkupfern, wenn ihr einen Rostschutz herstellt, dick verkupfern, es reicht nicht nur wie hier ein bisschen über die Fläche zu fahren, zu sagen, passt schon, aber jetzt ein bisschen schön optischen Kupfer drauf, sondern da muss wirklich 10, 15, 20 Minuten das Ding auch richtig dick verkupfern, dann zwischenpolieren, dass sich die Metallporen schließen und dann habe ich einen Rostschutz. Ja? Nicht einfach nur mal kurz Kupfer drauf, spülen und fertig.
Ja, habe ich auch öfters mal, dass die Leute sagen, ja, jetzt habe ich es verchromt, jetzt rostet es aber wieder. Ja, weil da ist kein Rostschutz da, das ist einfach nur mal kurz ein Auftrag. Ja. Da muss ich schon 5, 6, 7, vielleicht 10 Mügen draufbringen, zwischenpolieren, Metallbohren schließen, dann ist ein Rostschutz da. Und dasselbe Verfahren dann mit dem Nickel. Wenn ich neu vernickelt oder nachvernickelt, genau das gleiche. Ja. Nickel drauf bis zum Abwinken, zwischenpolieren, Rostschutz. Rostschutzverstärker. Ja. So könnte ich verzinnen, verzinken, kann alles machen, aber es muss dick sein. Es reicht nicht einfach nur drüber fahren. Ja? In der Bartgarwanik hängen die Teile auch eine lange Zeit drin. Also wichtig, umstecken. Ja? Jetzt ist der Griff wieder plus. Nur beim Entchromen ist minus. Ja? Beim Normalbeschichten, alles was dann kommt, aktivieren, vergolden, verchromen, ist der Handgriff wieder plus. Und das Minus, wieder minus. Jetzt reduziere ich die Spannung auf 2,7. Weil ich muss erstmal sehen, wie der Aktivator reagiert. Ja, wenn der mir hier mit Vollgas drauf fährt und es macht mir alles fleckig, dann kann ich wieder polieren. Aber jetzt schön aktivieren. So, jetzt habe ich mal 2,7 Volt. Der Ausschlag ist ungefähr bei 0,1. Bei digitalen Geräten kann man es leichter ablesen. Ich habe hier nur ein analoges. Reicht vollkommen. Ja, geht nach Pi mal Daumen. Jetzt habe ich mal auf 5 Volt und aktivieren. Das heißt, die Oxidschicht vom Nickel wird entfernt. Man sieht, über den Chrom, wo der Aktivator drüber läuft, da fängt er an zu reagieren. Das macht nichts, kann man am Schluss ja abpolieren, wegpolieren. Ja, aber hier die Nickelschicht, die wird jetzt schön richtig aktiviert. Ja, kleine kreisende Bewegungen. Schauen, dass ich keine Flecken reinbringe. Ja, hier sieht man, es fängt jetzt an zu flecken. Das heißt, ich habe zu viel Volt und jetzt ist es überaktiviert. Das heißt, Nickel Magnum hat keinen Bock mehr. Ja, und dann reduziert die Spannung, fahr einfach nochmal drüber, macht die Flecken weg. Oder mit einem feuchten Mikrofasertuch. Kann man auch machen. So, ich empfehle auch immer gleich, natürlich dann, wenn ich jetzt hier ein bisschen zügig arbeiten muss, dass ich die Becher halt vom Tisch stelle, die Elektroden reinige, weil sonst einfach hier viel zu viel Material am Tisch steht und irgendwann mal ein Kabel kommt und alles parat sieht. Sprühe mit destilliertem Wasser. Wie gesagt, optimal Baumarkt, Discounter. Weil trockener Wasser ist manchmal doch so, dass trotzdem noch zu viel Kalk drin ist und wenn man dann halt Flecken hat, ist es besser. Jetzt nochmal zum Verchromen. Optimal wäre das Chrom auf 60 Grad erhitzen, richtig heiß machen. Ich habe es kalt, ja, ich habe es einfach ganz normal Zimmertemperatur, Stoffpad drauf. Wenn der Stoffpad schon zugezogen ist, wenn man merkt, der ist nicht mehr ganz so flexibel, sondern eher richtig ja, steif und hart, dann auswaschen mit warmem Wasser. Aber den Stoffpad immer fürs Verchromen nutzen, also nicht auswaschen und versilbern und dann mal wieder zurück, sondern das so mit Warmwasser auswaschen. Wenn ich merke, das ist, wird nichts mehr, bitte neu nehmen. Ja? Also es ist schon so, dass auch der Stoffpad sich zuzieht, irgendwelche Kontaminierungen drin sind, drin sein könnten und dann das Ganze nicht mehr funktioniert. Nickel-Elektrode, Stoffpad auf einer frisch aktivierten Fläche. Drüber verchromen. Wie gesagt, optimal wäre kleine kreisende Bewegungen machen. Optimal 60 Grad. Und Nickel-Elektrode. Ja, und da, wo ich jetzt überaktiviert habe, habe ich kleine Flecken drin. Macht aber nichts, kriegt man meistens mit Mikrofasertuch wieder raus. Man könnte es auch noch mit 5%iger Salzsäure, das Elektrolyt ein bisschen sauer machen im Verhältnis 1 zu 10. Und dann habe ich meistens den Effekt, dass es noch ein bisschen heller wird. Auch wenn ich, das Chrom quasi heiß mache, wird es heller. Mit Nickel-Elektrode wird es heller. Ich spüle mit Wasser. Polieren wir mal ein bisschen. Wie gesagt, auch zum Zwischenpolieren kann man alles Mögliche benutzen. Scheuermilch, Polierpasten. Und wenn ich es richtig poliere mit dem Polierbock noch, also sanft, dann wird es auch meistens immer ein bisschen noch heller. Kommt ein bisschen heller raus. So, wenn ich das jetzt so halte, sieht es gut aus. Ja? Und es hat, wie gesagt, wenn ich es im kalten Zustand mache, hat es einen leichten Gelbstich im Vergleich zum, zum Chrom. Ja? Zeig mir mal.
man sieht hier, ja, so sieht super aus. Ja, wenn ich es irgendwo hinhalte, je nachdem mit Lichteinfall, sieht es dann schon besser aus. Aber hier in jetzt wahrscheinlich im Video wird es leicht gelbstichig sein. Und hier im Verhältnis zum Chrome 6 im direkten Vergleich sieht man dann den Unterschied schon. Jetzt probieren wir nochmal mit 6, 7 Volt. Wie gesagt, wenn ich mit Polierpaste dazwischen arbeite, nochmal kurz entfetten. Wie gesagt, wenn ich das jetzt so verbaue, dann sieht man den Unterschied kaum. Ja. Wenn ich jetzt natürlich einen direkten Vergleich habe, dann sieht man es. Aber wie gesagt, die Möglichkeiten sind begrenzt, weil wir halt keine giftigen Produkte einsetzen können und auch sollten, weil wir haben ja direkt die Nase drüber und ja, von dem her sind die Möglichkeiten begrenzt, aber man hat die Möglichkeit, Chrom drauf zu bringen und es selber zu malen. Und wie gesagt, je nachdem, wie ich es ins Licht halte, ist der Unterschied gar nicht mehr so extrem. Da, wo ich jetzt eine Überspannung hatte, einfach kurz polieren, wäre natürlich mit einer Schwabbelscheibe noch ein bisschen besser und intensiver. Wir können ja mal eine andere Elektrode nehmen, einfach mal zu gucken, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Graphit arbeite. Und jetzt ist so, je länger man da drüber fährt, desto dicker wird die Schicht. Ja, das ist auch das Anpassen wieder der Schichtdicke. So. Ja, also wie gesagt, hier ist der Unterschied. Ein bisschen fleckig muss man noch rauspolieren. Wobei, wenn ich das hier schaue, wie der Urzustand war, ja, hier diese verchromte Schicht und hier die Original Chrome 6 Schicht. Wie gesagt, wenn ich so halte und das so drehe, sieht das wirklich top aus. Der Gelbstich verfliegt, aber es liegt natürlich auch ein bisschen an der Umgebung und wie gesagt auch am Licht. Ja, wenn ich das so drehe und das in einem Stück so hätte, sieht das super aus. Wenn ich es natürlich im direkten Vergleich habe, eins nebeneinander, dann sieht man natürlich den Farbunterschied. Ja, das ist klar. Dafür ist es Chrome 3. Aber wie gesagt, wenn man es ein bisschen sauer macht, ich habe das jetzt nicht sauer gemacht, mit Salzsäure erhitzen auf 60 Grad, habe ich jetzt auch nicht gemacht, dann kriegt man eigentlich das Ganze noch ein bisschen heller hin. Am Schluss nochmal mit Schwabbelscheibe polieren und dann hat man fast identisch, aber wie gesagt, natürlich muss ich zugeben, immer ein minimaler Unterschied. Dafür ist es einfach Chrome 3. Aber man hat halt die Möglichkeit, doch Teile selber zu beschichten, was man sonst halt immer irgendwo weggeben möchte. Aber wie gesagt, wenn der Anspruch hoch ist, dass man sagt, nein, soll aussehen wie Original und so weiter, dann muss man gucken, wer das macht, wie man es macht und mit welchen Möglichkeiten. Wenn man große Becher hat, kann man die Elektrode und den Stoffpad drin lagern. Bitte luftdicht verschließen.
Ja, kleine Becher wie hier, einfach ein Etikett drauf. Wie gesagt, schicke ich immer gerne mit. Luftdicht verschließen. Man kann den auch feucht lagern, muss also das Elektrolyt jetzt nicht den kompletten Stoffpad befeuchten. Die Minusklemme, die lege ich gerne in meinen Fetter rein. Dann gibt es keinen Flugrost. Aktivator auch. Wie gesagt, der Aktivator, wenn eine Zeit lang arbeitet, wird er grün, weil er natürlich ein bisschen, ja, er soll ja arbeiten, das ist ja seine Bestimmung. Und wenn er dann Oxidschicht abnimmt und es dann im Stoffpad bleibt, verfärbt sich natürlich das entsprechend, ja, das Elektrolyt. Und das auch zumachen, so haben wir keinen Materialverlust durch Runterfallen. Hier die Fläche, gerade hier das Lochblech sauber machen, ist ganz wichtig, dass hier keine Rückstände sich sammeln. Und hier den Griff abziehen ist auch ganz wichtig. Und dann halt auch die Rändelschraube und so weiter spülen, dass da halt sich kein Flugrost bildet, das Ganze zuzieht. Und somit haben wir ein langlebiges Equipment, das hält wirklich ewig. Ja, also wichtig, sauber am Arbeitsplatz. Ja, hat natürlich auch ein bisschen was mit Arbeitsschutz zu tun, dass man sich da dran hält und alles sauber macht. Wie gesagt, gut belüftete Räume. Aber ansonsten, wir haben ja eigentlich keine Dämpfe und sonstigen Gefährdungen durch die Mittel sowieso nicht. Deshalb Handschuh, gut belüftete Räume und dann funktioniert es. Wer Fragen hat, www.betzmann-galvanik.de, ja, kann man sich das Ganze nochmal anschauen. Im Shop sind alle Sachen nochmal aufgelistet, meistens auch mit dem Erklärfilmchen unterlegt. Und ja, wer Fragen hat, gerne melden unter E-Mail oder WhatsApp. Und wie gesagt, wer Fragen und Hilfestellung hat, über WhatsApp geht es am schnellsten. Kurz ein Foto schicken oder ein Video, dann helfe ich weiter. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. War wieder natürlich etwas länger, obwohl 36 Minuten geht. Ja, und wie gesagt, für Kommentare, für Kritik stehe ich persönlich, ja, immer mein Mann. Da bin ich erreichbar, dafür stehe ich gerade, weil ich versuche, mein Wissen weiterzugeben, um Leuten zu helfen, die sagen, ich will verchromen. Welche Möglichkeiten habe ich? Ja, es gibt noch Verspiegeln oder Vakuumplasma. Ist aber auch letztendlich eine teure Angelegenheit. Vakuumplasma kostet zur Anlage knapp 1 Million, bis man mal alles hat. Und eine Verspiegelungstechnik, rein nur die Technik, kostet auch um die 3.000, 4.000 Euro, wenn man gute Maschine kauft. Und dann braucht man Kompressor und man braucht gutes Wasser und man braucht letztendlich auch eine Lackierkabine, einen Reinraum, temperiert, heizbar und so weiter. Es ist nicht damit getan, sich eine Verspiegelungsanlage zu kaufen und dann irgendwo in der Ecke ein paar Folien von der Decke hängen lassen und da sprühen, weil die Schwebeteilchen, auch das Wasser an sich, teilweise das Ergebnis madig macht. Und wenn man dann 3.000, 4.000 Euro investiert hat und das Material versprüht hat und dann neues kaufen muss, ist man frustriert. Ja? Und wenn man dann hört, es funktioniert bei vielen nicht oder es vergilbt oder der Schutzlack ist die entscheidende Sache oder das Wasser ist das Falsche, dann lässt man es irgendwann mal liegen. Das hier ist machbar möglich. Es hat viele Möglichkeiten. Mit einem Gerät kann ich verchromen, versilbern, verkupfern, vernickeln, verzinnen. Ich brauche nur das entsprechende Elektrolyt, ein Stoffpad. Bei der Elektrode kann man mit den meisten, die man im Grundset hat, kommt man aus oder man bestellt sich halt entsprechend eine nach. Die halten ja über Jahre. Da ist ja eine sehr langlebige Sache. Es ist ja nicht so, dass man die dann irgendwann nach einem Gebrauch wegschmeißen muss, ja, oder für jeden Prozess eine Elektrode. Man kann mit einer alles machen. Von dem her sehr langlebig. Die Geräte an sich sind unkaputtbar. Zwei Kabel, ein Griff, eine Elektrode, ein paar Becher und dann kann man entfetten, aktivieren, entchromen. Nickel, Kupfer, Gold, Chrom. Dann habe ich eine komplette Ausstattung. 100 Milliliter, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel rechne, hier so 100 Milliliter, schaffe fast einen Quadratmeter Fläche. Kann es auffangen, das Elektrolyt immer aus der Wanne rausholen, wenn es sauber ist. Und das so lange auftragen, bis sich's verarbeitet hat. Ja, von dem her habe ich null Materialverlust. Mit einem Starter-Set von 400 Euro plus Steuer, zurzeit 16%, ist unschlagbar. Ja, wenn ihr euch mal so ein Set oder einen Satz irgendwo verchromen oder vergolden lasst, dann habt ihr das Geld meistens schon verballert. Und wenn man das selber macht, habe ich natürlich die Möglichkeit, im Bekanntenkreis, im Freundschaftskreis, im Club und so weiter das anzubieten. Und da mein Geld zu verdienen bis hin zum Gewerbe. In Deutschland haben wir das Glück, dass es eine ganz normale Gewerbeanmeldung ist. Es ist ein zulassungsfreies Gewerbe. Wir brauchen keine Qualifikation, keinen Meistertitel. Ja, man wird da praktisch, man kann einfach ein Gewerbe anmelden für 25 Euro, was das kostet. Und dann kann man loslegen. Auch da für Fragen gerne melden. Stehe, ja, mit all meiner Erfahrung
was ich da alles schon erlebt habe, zur Seite. Wie gesagt, mit den Behörden gibt es keine Probleme. Wir haben Datenblätter, Chemiedatenblätter, die CAS-Nummern steht alles drin. Von dem her völlig unbedenklich, überhaupt kein Problem. Also in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Sommer, alles Gute. Und wie gesagt, nehmt mir es nicht übel, dass ich die Kommentarfunktion deaktiviere, weil ich denke, einfach zuhören, sich eine Meinung bilden, sagen, okay, das und das war überflüssig, das und das kann ich umsetzen, das und das habe ich schon mal gehört und das war mal neu, mit dem und dem bin ich nicht einverstanden und deshalb schreibe ich mir jetzt eine E-Mail und sage meine Meinung ins Gesicht und dafür bin ich da, dafür stehe ich, ja, wenn ich sage, okay, das war wirklich blöd, ja, oder hätte man sparen können, stehe ich dazu, dafür bin ich alt genug, aber wie gesagt, ich mag keine Kommentarfunktion haben, wo sich dann A und B über ihre Halbweisheiten dann auf meiner Seite auslassen und am Schluss sich dann noch Leute streiten über ein Thema, wo es letztendlich nur um die Beschichtung von Metalle geht. Ja? Das Leben hat noch viel mehr zu bieten und besteht aus viel interessanteren Themen.